Viele Pokémon-Kartensammler haben sich gegen Karmesin und Purpur gewandt und sammeln lieber Schwert- und Schildkarten. Aber ist Karmesin und Purpur wirklich ein so schlechtes Set oder gibt es etwas, was man übersehen hat? Ich glaube, für viele sind Illustration-Rare-Karten nichts mehr als Character-Rare-Karten, aber da könnte man sich täuschen. Diese Dinger, die gehen teilweise nach oben. Hallo Pancho jetzt nicht, ist auch ein schlechtes Artwork. Adebom auch nicht. Aber wenn wir dann hier schauen, Tenkra, wir haben Klebe, Staralili und da haben wir schon die erste Karte, die über 8 Euro kostet. Pachirisu. Ja, über 8 Euro finde ich viel für so eine Karte. Wir werden das gleich anschauen. Die Karte ist beispielsweise teurer als viele andere Karten wie Goldkarten, Fullart-Karten und so weiter. Wir haben Raffel, wir haben Schlickter und hier mit dem Anton hinten, Libiskus, haben wir auch drinnen auf dem Foto. Also die Artwork ist extrem gelungen, finde ich. Pamomamo haben wir, auch der geht nach oben, sind wir schon fast bis 7 Euro. Olivino haben wir auch, da geben wir schon 7 Euro aus für die Karte, vor allem auf Deutsch. Glaube ich, sobald ein Ribbon kommt, werden die deutschen Karten, glaube ich, dann wieder ein bisschen runtergehen im Vergleich zu englischen. Dann haben wir Gladi Imperio, den finde ich jetzt nicht so krass. Gruff feiere ich extrem. Vor allem, weil hier ein Gengar oben ist mit dem Teppich. Wenn ihr hier schaut. Und Nebulak ist oben extrem gelungen. Und die Karten unterscheiden sich sehr von den Character Rare Karten, die wir eigentlich kannten, aus Schwert und Schild. Hefel ist einer meiner absoluten Favoriten. Also ein Pokémon, das wie ein Gebäck ausschaut und dann Gebäck bei der Bäckerei steht. Das ist einfach extrem genial. Das kann man keiner erzählen, dass diese Karte hier nicht mal, dass diese Karte nicht interessant ist für Sammler. Also für mich ist die extrem cool. Also ich finde, das ist die genialste Karte, die es gibt seit langem. Ja. Genauso wie der Gruff. Feiere ich einfach. Dann, warum der so teuer ist, 8 Euro? Herasha. Herasha, weiß ich nicht, warum der so teuer ist. Kann mich da jemand aufklären? Da bin ich mir echt nicht sicher. Und der hier ist extrem heiß. Mastifioso. Also diese Artworks, die sind doch einfach nur geil, oder? Und ich verrate euch jetzt ein kleines Geheimnis. Diese Dinge kosten gerade mal 1 Euro auf Japanisch. Ist total verrückt. Könnten mega Schnäppchen sein. Also die unterscheiden sich eindeutig von Charakterkarten. Und die gehen nach oben. Es wundert mich nicht, dass sie nach oben gehen. Ja. Traumato natürlich ein Fan-Favorite oder Fan-Favorite. Damals haben wir ihn gehasst, heute lieben wir ihn, wenn wir ihn kriegen. 7,50 Euro. Grimanzo ist nach oben gegangen. Ich glaube, der war nur 5 Euro bei Release. Jetzt sind wir schon bei 10 Euro. Also eine Verdoppelung und jetzt kommt es gleich ziemlich hart. Und zwar haben wir, wenn ihr schaut, Riolo. Da sind wir auch schon bei 10 Euro. Und das ist viel. Ja. Die Karten unterscheiden sich eindeutig von den Charakterkarten. Die sind seltener als Schwert und Schild. Charakterkarten und diese Karten sind teurer als viele andere Karten. Fleckmon über 10 Euro hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, bei Release war die auch so 4 Euro Karte. Dann der Trassler, die Karte ist auch mega gestiegen. 18 Euro zahlen Leute mittlerweile für diese Karte. Das hätte doch niemand gedacht. 18 Euro für einen Trassler, das ist absolut verrückt. Und ein Kirillia. Da sind wir mittlerweile schon fast auf 20 Euro bei Deutsch, auf Englisch auch schon über 16 Euro. Das war bei Release eine 5 Euro Karte. Da ist gestiegen und ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ja, aber noch ein Tipp, auf Japanisch bekommt man es noch günstig für 4 Euro. Das ist extrem überraschend, das ist ein Preisanstieg von über 200%. Und diese Karten hier teilweise, ja die Top-Karten, vor allem die beiden hier, die sind mittlerweile schon teurer, also die Illustration-Rare-Karten teurer als Fullard Miraidon, Fullard Coridon, Coridon Gold ist weniger wert. Miraidon ist auf dem Niveau von Kirillia. Cosima ist günstiger mit nur 8 Euro, die Mime auch nur 18 Euro gleich teurer. Die ganzen Gold-Energie-Karten sind weniger wert, auch die Karte ist nicht mal 10 Euro wert. Die Full-Out-Karten nur 3 Euro.
ganz schlecht. Die Special Illustration Rare Karten schneiden schlechter ab als die normalen Illustration Karten, die eine gute Artwork haben. Auch hier die EX Karten, 4 Euro. Nur 7 Euro eine Special Illustration Rare Karte. Auch hier nur 15 Euro. Wer hätte gedacht, dass eine Special Illustration Rare Karte günstiger sein wird mit Pokémon? Das ist nicht mal eine Trainerkarte als eine Illustration Rare Karte. Arcani sind wir auf 15. 20 Euro Garados, also die sind ähnliches Niveau wie die Top Illustration Rare Karten. Und Gardevoir natürlich ist weitergefallen auf 30 Euro. Corridon ist nur noch auf 30 Euro. Miraidon ist auf 45 Euro und die Miriam auf 50. Und das würde ich jetzt sagen, ich glaube, das kam es in Purpur, wenn man sich jetzt die Durchschnittspreise anschaut von den Illustration Rare Karten und so weiter, ist das Set gar nicht mal so übel, wenn man das aufmacht. Ja, Kamisil und Purpur ist ein super Set zum Aufmachen, weil man einfach tolle Karten kriegt, wie den hier. Mastiffioso, Traumato, Cremanzo, Riolo, das sind alles Top-Karten, die in diesen Boosterboxen drinnen sind. Und deswegen ist Kamisil und Purpur ein super Set zum Aufmachen, aber halt weniger interessant für Leute, die die ultimativen Chase-Karten pullen wollen. Und da können wir gleich mal ein bisschen weiter schauen zu... Wo haben wir es? Schauen wir weiter zu dem nächsten Set. Und zwar, ich glaube, dass Krockel eine recht teure Karte wird. Der ist auch auf Japanisch auf 5 Euro, damit teurer als das Krillia. Ich könnte mir vorstellen, dass die Karte auch so 15 bis 20 Euro wert sein wird in Triple, in Entwicklung in Paldea. Der wird vielleicht so 10 Euro auch wert sein. Bei dem bin ich mal nicht sicher. Auf Japanisch recht günstig. Wird man sehen. Filori wird auch sauteuer, die kostet über 6 Euro auf Japanisch, Leute kaufen das auch regelmäßig. Die Karte wird vielleicht die 20 Euro kratzen können bei uns bei Entwicklungen in Paldea, was eine Überraschung wäre. Dann die 10 Euro schätze ich, der könnte die teuerste Karte werden, aber ich glaube realistisch 50 Euro, glaube ich, aber kann auch falsch liegen. Und dann haben wir noch den letzten, der ist weniger interessant, vielleicht der so 7 Euro. Das wird so eine 5 Euro Karte und der hier wird, glaube ich, auf 20 Euro unterstürzen. Und dann haben wir noch die krassen Karten. Ich glaube, Tauros könnte also wird eine 10 Euro Karte sein, das glaube ich schon. Vielleicht sogar 15 Euro. Und die Karte ist halt ein Highlight, gell? 25 Euro auf Japanisch. Wie gesagt, ich wiederhole nochmal die japanischen Karten, die wir da durchgegangen sind. Von diesen ganzen hier, die kosten teilweise nur 1 Euro. Und es kann sich extrem lohnen, sich die zu holen. Ich habe mir gerade selber welche geholt, kleiner Spoiler. Und das wird spannend, ob das Kapotor bei uns, wenn wir das so sehen, ob das bei uns eine 50 Euro Karte werden kann. Das wäre eine große Überraschung. Also mehr als 50 Euro, glaube ich, wird nicht drinnen sein bei der Karte, bei uns. Aber dass die auf Japanisch schon so teuer ist, könnte dann vielleicht dann doch dazu führen, dass es auch bei uns sehr teuer wird mit 50 Euro. Würde mich irgendwie freuen, wenn es einen Carpador geben würde, wo, ja, 50 Euro Illustration Rare Karte, das wäre extrem heftig. Ja. Aber ich würde es nicht mal ausschließen, nach dem, was wir hier so sehen mit dem Kirlia, welche ja, nochmal zur Wiederholung, was ihr gerade geskippt habt. Na, wo haben wir es? Hier, die Karte ist fast auf 20 Euro. Auf Japanisch ist die Karte auf 4 Euro. Die Karte ist auf Japanisch auf 25 Euro. Also, da kann einiges passieren bei dieser Karte. Like das Video, Freunde, lasst ein Abo da und